Ja. Was steht heute zur Auswahl? Ach man, da haben wir wieder Zeit verschwendet, ey. Oh, noch so ein Drecksraum. Kontrollpunkt. Kann das auch irgendwann mal ein Ende haben, bitte? Bitte. Was steht heute zur Auswahl? Schon 61 Miam-Miams. Schon wieder so ein Mist. Okay, da müssen wir erst hoch. Das ist ja interessant. Da müssen wir erst hoch, dann wieder runter und dann wieder hoch. Du hast mich nicht gesehen, dankeschön. Weich. Knapp war das. Das hat eigentlich alles nur mit Geduld zu tun, aber diese Geduld hat man halt einfach nicht, weil die so elendig langsam laufen, die Pussys. Teufelslama! Gut. Again. Hello again. Der läuft gerade sehr passend, das ist schön. Der eigentlich auch. So. Ah, wieder runter und wieder hoch und wieder runter und hoch und hoch und runter. Ich mach das anders. Ich warte, bis der da rum ist. Oh, ja. Da hat er mich schon. Wollte er schon anfangen, aber da war ich dann doch. Fixer als er. Läuft der nur bis da? Oh, oder so war. Da wäre jetzt genug Zeit gewesen. Jetzt habe ich mir wahrscheinlich das komplette Timing kaputt gematscht. Das gefällt mir aber nicht, dass der da so. Ich muss das auf jeden Fall machen, wenn der nach rechts läuft, weil der läuft dann nämlich viel weiter nach rechts, als er dann nach links läuft. Aber hier ist jetzt, glaube ich, wieder. Oh, das wird knapp. Nee, was macht der denn da? So. Leck mich. Kontrollpunkt. Ist hier noch was? Nee, was, natürlich nicht. Tja, tja, tja. Der Ex-König ist zurückgekommen, um Ansprüche auf seinen Thron zu erheben. Vergiss nicht, ihn beim Rausgehen abzuwischen, Isma. Deine Schreckensherrschaft ist vorbei. Ich frage mich, wie viele Untertanen ein Lama wohl gewinnt. Nicht viele, nehme ich an. Das ist immer noch besser, als eine abscheuliche, widerliche Frau auf meinem Thron zu haben. Wie absurd. Ein sarkastisches Lama, das sich für einen König hält. Genug geplaudert, Isma. Jetzt wird's ernst. Lamas Fürst. Okay, Bosskampf. So wie das aussieht. Wir haben auf jeden Fall alle Münzen, so wie es aussieht. Aber was ist denn jetzt was? Nichts mehr. Was steht heute? Ah. Oh, den kann man kaputt schießen. Das ist ja. Ah. Ist ja cool, dass man die kaputt schießen kann. Aua! Ich hole mir mal Energie. Das ist auch toll, dass man sich hier immer Energie auffüllen kann.
Man muss halt nur im richtigen Moment. Was steht heute zur Auswahl? Aua! Ne? Aua! Im richtigen Moment holen. Jetzt wäre mal wieder Zeit. Lecker. So. Njam, njam. Was steht heute so aus? So, schmeiß mal. Das hat mich nicht getroffen, auch lustig. Ich hoffe mal, dass ich das hier richtig mache. So, jetzt hole ich mir noch einmal Energie. So ist's besser. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles war. Von dem Kampf. Das war irgendwie zu easy. Okay, das ist natürlich doof. Jetzt juckt auch noch meine Backe. Oh, jetzt habe ich es. Ich habe es weggedrückt. Ja. Mein Gesicht juckt. Ah. Ich dachte, wir würden jetzt direkt zu den Katakomben kommen. Das wäre natürlich sehr cool gewesen. Was ist das? Nichts. Okay. Ah, jetzt sind wir... Hä? Hey. Ich bin verwirrt. Jetzt, wo du deinen Thronsaal wieder für dich hast, brauchen wir dich nur noch in einen Menschen zurückzuverwandeln. Ja, genau. Sag mal, wie kommt es, dass du nie da bist, wenn ich in großer Gefahr bin? Das ist auch eine gute Frage. Ich möchte mich nicht in Dinge einmischen, die mich nichts angehen, Majestät. Nun, Yzma hat immer noch den Zaubertrank, der mich wieder in einen Menschen zurückverwandelt. Aber wie werden wir sie kriegen? Ich kenne schon einen geheimen Zugang zu den Katakomben. Einfach mir nach, ich weiß schon, was zu tun ist. Okay. Jetzt bin ich mal aufs Ergebnis gespannt. 7 Geheimnisse. Holla, die Waldfee. 7 Stück. Aber wir haben ja alles. Das ist ja der Wahnsinn. Aber Katakomben werden, glaube ich, schwierig mit allen Münzen zu holen. Ja, ich möchte das Spiel. So. Katakomben Kapitel 1. 35 Münzen nur. Aber das ist das, was ich dachte, dass das eigentlich noch früher kommt. Also, dass das eigentlich so bonusmäßig gewesen ist. Aber gut, wir werden uns jetzt mal die kleine Cutscene angucken, die jetzt wahrscheinlich kommt. Und dann freue ich mich schon ein bisschen auf die kommenden Level. Sag mal, warum hat sie diesen Hebel überhaupt? Das Hinauslehnen während der Fahrt ist verboten. Das ist auch das Gerät, was man sieht, was vorne auf der Packung ist. Also auf der Hülle, also auf dem Cover von dem Spiel. Hier ist so eine blöde Fliege, die hier rumfliegt, die nervt ein bisschen. Okay. Cusco, bleib in der Mitte der Kurve und wir werden uns automatisch umdrehen. Okay. Dun, 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 dun. So. Ah, okay. Rüberlehnen. Man muss also. Ah. Ich werde mich aber trotzdem mal hier töten lassen.
Diese Drecksfliege hier. Geh weg. Okay, weil wir wollen ja Münzchen haben, ne? Aber so wie es aussieht, verliert man hier auch keine Leben oder Energie oder sowas. Es gibt auch noch so Plattformen, da dreht man sich rum. Ich glaube, dann ist auch die Steuerung umgekehrt oder irgendwie sowas. Aber das ist, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr genau. Es kann auch sein, dass ich mir jetzt irgendwas wieder zusammenspinne. Ist auch schon ein bisschen her, dass ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Mann, Fliege, ich muss hier arbeiten. Festhalten! Es wäre, glaube ich, ein bisschen sinnvoller, wenn ich nicht diese Power... Fliege, Mann, was denn hier los, Junge? Wenn ich nicht diese Power-Plattform mitnehme. Nicht mitnehmen. Ach scheiße, da habe ich schon wieder... Tot! Das ist ganz schön blöd, aber ich bin ganz froh, dass so die, dass so die Münzen wegbleiben, die man eingesammelt hat. Dun, 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 dun. Rüberlehnen, rüberlehnen! Mensch. Ich bin jetzt ein bisschen stiller. Tut mir leid. Die Sichtweite ist auch hier sehr unvorteilhaft. Das musste ich mir leider holen. Tut mir leid. Ist halt mein Wampi, ne? Wampi könnte auch so eine Wampe sein. Nur halt eine kleine Wampe. Aber Wampi behalten wir auch. Das ist sehr schön. Der Anfang stört aber ein bisschen irgendwie. Also erstens, dass sie dann so rumgucken und dann halt diesen einfachen Teil hier. Aber na gut. Was will man... Was will man anders machen? Oh, das war böse. Ach Mann. Dann, 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 dann. Dann, dann. Dann, 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 dann. Dann, 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 dann. So, ich möchte jetzt bitte, dass das schnell geht. Was habe ich gesagt? 35? Wir haben ja noch nicht mal die Hälfte. Wir müssen auf jeden Fall jetzt gleich nicht mehr nach links. Wir gehen direkt nach rechts. So. Oh nein. Lass das jetzt einfach mal so. Und hier ist auch die Steuerung umgedreht jetzt nicht mehr. War die Steuerung umgedreht. Oh ja, ja. Das wird ja was geben hier. Ich meine mal, dass die Steuerung umgedreht war. Ich bin auch sehr froh, dass man hier keine Leben verlieren kann, weil dann wäre schon längst hinüber gewesen.